Das hier ist der Ford Nugget Plus. Der heißt bei Roadsurfer Camper Cabin Deluxe. Und was der Unterschied zur normalen Camper Cabin ist, das zeige ich euch jetzt. Der wichtigste Unterschied: bei dem Deluxe-Modell habt ihr quasi hier euer kleines Badezimmer mit dabei. Ihr habt hier einmal eine Campingtoilette, die fest verbaut ist. Und ihr habt sogar ein Waschbecken, das klappt man hier so runter. Da könnt ihr euch sofort nach dem Toilettengang die Hände waschen. Außerdem ist der Stauraum hier hinten, beziehungsweise die Fächer, sind ein bisschen anders aufgebaut als bei der normalen Camper-Cabin. Hier habt ihr ein großes Fach, da könnt ihr noch Gepäck unterbringen. Und hier ein richtig großes Regal mit verschiedenen Fächern. Da könnt ihr eure Klamotten oder andere Sachen einsortieren. Und hier unten nochmal eine Extraklappe. So, und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss mal ins Bad. Achso, ja, Toilette erklären, ne? Also, ihr habt hier einmal eure Trennwand, damit ihr hier hinten eure Ruhe habt. Und die Toilette, die seht ihr hier. Und um die Toilette zu benutzen, klappt ihr einfach den Deckel auf. Hier drin seht ihr eine Verschlusskappe, die könnt ihr hier über diesen Hebel öffnen. Einmal nach unten ziehen, dann geht die Klappe auf. Um zu spülen, drückt ihr einfach hier diesen blauen Knopf. Und dann verschließt ihr die Klappe wieder über den Hebel. Einfach wieder zurückstellen und Deckel schließen. Wenn die Toilettenkassette voll ist, erkennt ihr das hier. Dann leuchtet hier ein rotes Lämpchen und dann könnt ihr euren Toilettentank entleeren. Den findet ihr hier. Dazu zieht ihr einfach diese Klappe hier ab. Und hier unten ist ein grüner Schalter. Den zieht ihr nach oben, dann könnt ihr die Kassette rausziehen. Auf jedem Campingplatz gibt es eine Stelle, wo man diesen Tank entleeren kann. Dazu dreht ihr einfach hier dieses Rohr um. Und wenn ihr die Kassette auskippt, haltet ihr am besten diesen grünen Knopf hier gedrückt. Dann läuft der Tank auch komplett aus. Hier an diesem Röhrchen erkennt ihr auch, wie viel Wasser noch in eurem Toilettentank ist. Um den aufzufüllen, wenn er mal leer ist, könnt ihr einfach dieses Rohr hier rausziehen, den grünen Deckel aufdrehen und dann hier mit einem Wasserkanister auffüllen. Ganz wichtig, zum Befüllen braucht ihr diesen Trichter hier. Den setzt ihr auf das Rohr drauf. Dass hier in dem Rohr jetzt schon Wasser drin steht, hat nichts zu bedeuten. Ihr erkennt tatsächlich an diesem Röhrchen hier, wie voll euer Wassertank ist. Hier geht jetzt noch ein bisschen was rein. Das Wasser hier drin staut sich nur ein bisschen zurück. Und da könnt ihr jetzt einfach mit Hilfe des Trichters noch Wasser weiter dazu gießen. So, jetzt könnt ihr alles wieder zusammenbauen. Kassette wieder reinklicken und Klappe verschließen. Ja, euer Bad hier hinten drin ist sozusagen das Deluxe an eurer Camper Cabin. Der Rest des Busses unterscheidet sich nicht zur normalen Camper Cabin. Und wie die nochmal genau aussieht, das zeigen wir euch jetzt in den Videos. Das hier ist der Ford Nugget. Bei Roadsurfer heißt der Camper Cabin. Und die Besonderheit an diesem Bus ist, dass ihr hier hinten drei vollwertige Sitzplätze habt. Das heißt, ihr könnt zu fünft unterwegs sein. Und ihr habt hier an den beiden äußeren Sitzen sogar die Möglichkeit, Kindersitze mit Isofix zu befestigen. Ihr könnt die Rückbank auch hochklappen. Dazu legt man diesen schwarzen Hebel hier zur Seite. Drückt die Bank nach oben und dann findet ihr hier ganz viele tolle, nützliche Dinge, die ihr von uns mitbekommt. Zum Beispiel einen Wasserkanister, eine Stange, um die Markise auszukurbeln, ein Stromkabel, um euch mit dem Bus am Stromnetz anzuschließen am Campingplatz, einen passenden Adapter dazu und einen Handfeger. Damit könnt ihr euer Hotel hier schön sauber halten. Und Abdunklungen für die Vorderfenster. Außerdem habt ihr hier natürlich Platz, um ein bisschen Kleinkram zu verstauen, wie Schuhe oder was ihr sonst noch so mitnehmen wollt. Aus diesem ganzen Raum hier könnt ihr auch eine gemütliche Sitzecke machen. Damit ihr euch gegenüber sitzen könnt, dreht ihr erstmal die Vordersitze um. Dazu schiebt ihr den Sitz einfach ein Stück nach vorne. Bringt die Rückenlehne in eine senkrechte Position und dann habt ihr hier unterm Sitz einen Hebel, den schiebt ihr rüber und dann könnt ihr den Sitz umdrehen.
Und das macht ihr natürlich auf beiden Seiten. Und wenn ihr dazu noch einen Tisch braucht, auch den gibt's hier. Das ist er, den könnt ihr ausklappen. Dazu legt ihr hier unten den schwarzen Hebel um, klappt den Tisch hoch, löst diese Lasche hier an der Seite, klappt das Tischbein raus, bis es Klick macht und dann könnt ihr den Tisch sogar noch verlängern. Dazu gibt es hier noch einen schwarzen Hebel. Da drückt ihr einfach drauf und dann könnt ihr die Verlängerung schon ausfahren und den Tisch vergrößern. Dann habt ihr eine richtig große, lange Tafel. Wenn ihr hier bei diesem Modell die Heckklappe aufmacht, dann kommt ihr quasi in euer zweites Zimmer. Hier habt ihr eine schöne Küche, eine Stehküche. Und die zeige ich euch jetzt mal. Hier habt ihr einen 40-Liter Kühlschrank. Da geht also ein bisschen was rein, Lebensmittel und Getränke. Und ihr habt zwei Gaskochfelder. Und könnt euch beim Kochen sogar Licht anmachen. Hier über diese Lampe und dann noch über diesen Schalter hier. Habt ihr hier noch eine Leuchte? Ihr habt hier eure Spüle mit fließend Wasser natürlich und ganz viele kleine Fächer, um noch Lebensmittel oder Gewürze zu verstauen. Insgesamt gibt es in der Küche jede Menge Stauraum und ganz viele versteckte Fächer. Hier zum Beispiel könnt ihr sogar noch ein bisschen Gepäck reinkriegen. Es gibt sogar einen Schirm mit an Bord, wenn mal schlechtes Wetter ist. Und dann habt ihr hier noch ganz viele kleinere Klappen. Zum Beispiel hier ein kleines Fach, da ist eure Außendusche drin versteckt. Wie die genau funktioniert, zeige ich euch noch. Dann habt ihr hier noch eine Mini-Vorratskammer für Lebensmittel. Da könnt ihr natürlich auch euer Küchenzubehör reinpacken. Dann habt ihr hier noch ein Fach, um Sachen unterzubringen. Hier könnt ihr übrigens auch euren Frischwassertank ablaufen lassen am Ende der Reise, wenn ihr den roten Hebel umlegt. Hier ist noch eine Besteckschublade. Besteck, Teller, Tassen, Töpfe, alles was ihr so zum Kochen beim Campen braucht, bekommt ihr von uns mit. Das könnt ihr hier alles einräumen. Hier habt ihr noch einen großen Schrank. Da ist ganz viel Platz für euer Gepäck. Da ist auch schon ein Campingstuhl mit drin. Ihr bekommt von uns zwei Campingstühle mit. Habt hier noch eine Leiter, um in euer Dachbett reinzukrabbeln. Und hier unten ist noch eine große Klappe. Da könnt ihr natürlich Gepäck reinpacken. Da könntet ihr aber auch, wenn ihr eine mobile Campingtoilette mitnehmen wolltet, die reinstellen. Da ist nämlich genug Platz. Hier unterhalb der Spüle gibt es noch einen Hebel. Wenn ihr den umlegt, hier einfach nach unten ziehen, schieben, da könnt ihr euer dreckiges Wasser ablassen. Dafür gibt es an Campingplätzen meistens dafür vorgesehene Stellen. Da könnt ihr das sogenannte Grauwasser ablassen. Und dann ist euer Tank wieder leer und dann könnt ihr ihn wieder befüllen. Um eure Küche komplett nutzen zu können, braucht ihr natürlich Wasser und im besten Fall auch Gas. Und wie ihr das beides anstellt und ausstellt, zeige ich euch jetzt. Hallöchen. Einmal findet ihr hier unter dieser Abdeckung eure Gasflasche. Um die aufzudrehen, dreht ihr erstmal diesen Deckel hier auf und hier seht ihr sie. An diesem Rädchen hier könnt ihr das Gas aufdrehen. Das kommt dann hier oben an und damit es da auch zum Herd gelangt, legt ihr diesen Schalter einmal um. Jetzt habt ihr also Gas, aber noch kein Wasser. Damit das Wasser oben an eurer Spüle über eine Pumpe ankommt, schaltet ihr hier an diesem schwarzen Schalter auf ein. Dann fließt das Wasser und ganz wichtig ist aber auch, das nach der Benutzung der Spüle das wieder auszuschalten. Um aus eurer Rückbank ein großes Bett zu bauen, braucht ihr viel Platz und deswegen ist es wichtig, dass vor allem der Fahrersitz ganz weit vorne am Lenkrad steht. Dann habt ihr hier an der Rückbank einen Hebel, den legt ihr zur Seite und zieht die Rückbank dann so weit es geht nach vorne, bis sie einrastet und es Klick macht. Und dann habt ihr hier noch einen Hebel, mit dem ihr auch die Rückbank hochklappt. Den schiebt ihr zur Seite, greift hier einmal so rein und dann könnt ihr die Bank ausziehen. Jetzt müsst ihr nur noch diese Lücke hier schließen
Und dazu klappt ihr dieses Polster hier einfach hoch. Da findet ihr eine Stange. Die klickt ihr in diese Schiene ein. Und fertig ist euer großes Bett. Und jetzt wisst ihr auch, warum hier so eine große Lücke unter der Küche ist. Natürlich, damit auch besonders große Menschen genug Platz zum Schlafen haben. Und natürlich könnt ihr es euch auch noch richtig gemütlich hier machen. Ihr habt überall in eurem Bus Vorhänge, um abzudunkeln und ganz in Ruhe schlafen zu können. Ihr habt nicht nur unten das Bett, sondern auch oben ein großes Dachbett. Und das habt ihr in ein paar wenigen Sekunden ausgebaut. Und zwar zieht ihr einfach an diesem schwarzen Hebel hier. Seht ihr, dass sich diese Lasche hier löst? Drückt das Dach nach oben und fertig. Das war's schon. Ihr habt hier oben drei Fenster. Dann habt ihr immer frische Luft und sogar Moskitonetze, damit ihr keine Mücken in eurem Schlafzimmer habt. Dann habt ihr hier in diesem Schrank eure Leiter, um nach oben zu klettern. Die hakt ihr hier an der Küche einfach ein. Dann könnt ihr nach oben laufen und es euch gemütlich machen. Tagsüber, wenn ihr euer Bett nicht braucht, aber mehr Platz in der Küche haben wollt zum Stehen und Kochen, könnt ihr euer Bett einfach nach oben schieben und hier an diesen Laschen einhängen auf beiden Seiten. Natürlich, also hier auch. Und um das Bett wieder runter zu klappen, löst ihr natürlich die beiden Ösen wieder. Und dann könnt ihr das Bett runterlassen, dann seht ihr da hinten schon eine kleine Welle und damit es richtig gerade ist, zieht ihr das Bett einfach ein kleines Stück zu euch nach vorn. Wenn ihr anschließend auch das Dach wieder einklappen wollt, dann befestigt ihr diese Gurte hier einfach wieder und wichtig ist, dass ihr auch die Fliegengitter wieder schließt. Das macht ihr natürlich an allen Seiten, also einmal rundherum. Alles wieder zumachen. Und dann könnt ihr hier oben an dieser Schlaufe ziehen, um euer Dach runterzuklappen. Wichtig dabei ist, dass ihr diesen Knopf hier drückt, denn nur dann könnt ihr das Dach auch runterziehen. Und dann sollte man unbedingt darauf achten, dass sich dieser Stoff, der jetzt hier runterkommt, nicht einklemmt. Deswegen zieht man den am besten ein bisschen nach innen, damit der außen nicht raussteht. Und hier vorne noch mal ein bisschen zusammenknüdeln, damit die Klappe hier auch wieder zugeht. Das hier ist euer Bordcomputer. Hier seht ihr einmal, wie voll die Batterie noch ist anhand dieser Balken. Hier habt ihr die Uhrzeit und hier die Temperatur. Wenn ihr auf diesen schwarzen Punkt hier draufklickt, kommt ihr ins Menü. Dann seht ihr einmal die Uhr und hier, wenn ihr weiter dreht an dem Rädchen und dann drauf klickt, eure Tanks. Das hier ist der Frischwassertank. Da seht ihr, der ist fast voll. Und das hier ist euer Abwassertank. Der ist gerade leer. Dann habt ihr außerdem, wenn ihr an dem Rädchen einfach weiter dreht, hier eure Standheizung. Die könnt ihr hier ein- und ausschalten. Die machen wir jetzt mal an. Da seht ihr hier, ist on. Jetzt könnt ihr hier, wenn ihr an dem Rädchen einmal dreht und hier über die Pfeile klickt, könnt ihr die Temperatur einstellen. Machen wir mal 21 Grad. Okay. Dann habt ihr, wenn ihr an dem Rädchen nochmal weiter dreht, hier noch dieses Frostsymbol. Das ist das Kühlschranksymbol. Wenn ihr da drauf klickt, seht ihr, der Kühlschrank ist gerade aus. Ihr könnt den aber hier einschalten und verschiedene Kältestufen wählen. 3 ist immer gut. Ich zeige euch jetzt noch die Außenanschlüsse von eurem Bus. Hier habt ihr einmal den Dieseltank. Ganz wichtig ist, dass ihr den nicht aus Versehen mit dem Wassertank verwechselt. Hier in diese Klappe kommt nur Wasser. Den Schlüssel dazu findet ihr an eurem Schlüsselbund. Hier füllt ihr also bitte keinen Diesel ein. Diesel kommt nur vorne rein. Hier steht auch Wasser dran, nochmal zur Sicherheit. Dann habt ihr hier euren Stromanschluss, um euch am Campingplatz übers Stromkabel
mit dem Stromnetz anzuschließen. Und hier hinten habt ihr eure Heckdusche in dieser Klappe hier. Da findet ihr einmal euren Duschkopf und noch eine praktische Vorrichtung, um den einzuhängen. Den Duschkopf stöpselt ihr einfach hier so dran. Dann schaltet ihr die Dusche ein. Dann hört ihr schon, wie die Pumpe angeht und das Wasser reinpumpt. Dann könnt ihr die benutzen und über diesen praktischen Saugnapf hier auch einhängen und euch drunter stellen. Huch, am besten so, dass das Wasser nicht in den Bus spritzt. Natürlich hat auch eure Camper-Cabin eine Markise, die ist hier oben. Und um die auszufahren, braucht ihr diese Stange, die findet ihr unterm Rücksitz. Und um die Markise jetzt rauszukurbeln, müsst ihr erstmal die Tür schließen. Und dann steckt ihr die Stange in diese Vorrichtung da rein und könnt dann die Markise rauskurbeln. Allerdings nicht bis ganz zum Ende. Wenn ihr die Markise ungefähr 50 cm weit ausgekurbelt habt, dann könnt ihr hier die Stangen auspacken und aufstellen. An beiden Seiten natürlich. Und erst dann kurbelt ihr weiter, weil sonst kommt euch die Markise vorne einfach runtergeklappt. Und wenn ihr die Markise dann komplett ausgefahren und aufgebaut habt, dann braucht ihr natürlich noch einen Tisch und Stühle. Und die gibt es hier hinten. Hier seht ihr einmal den Tisch. Da legt ihr einfach diese Schalter hier um, dann könnt ihr den rausnehmen. Und außerdem bekommt ihr von uns zwei Stühle mit. Die findet ihr hier. Und das könnt ihr natürlich unter der Markise dann auch.